Ja, schön, dich heute zu sehen. Wie du siehst, bin ich noch nicht in Guwahati, wie du vielleicht erkennen kannst, sondern immer noch auf dem kleinen indischen Dorf. So schnell ändern sich die Pläne. Und heute geht es mir wesentlich besser als gestern. Ich bin echt erleichtert und habe all die Kommentare verdaut und das Feedback. Ich hatte wunderbare Ideen und danke für, wenn du dazugehörst, zu denen, die mir inspirierende Kommentare geschrieben haben oder auch Mails. Ich habe auch noch ganz viele Mails bekommen zu Ideen für geführte Meditationen. Ich hatte ein paar wunderschöne Sachen. Also einerseits für Kinder und dann auch, also für Kinder einfach Entspannung für Hochsensible gerade. Und gerade finde ich auch die Idee wunderschön, mit so einem Ritual zu machen, auf diesen Planeten anzukommen und wirklich hier willkommen geheißen zu werden. Weil ich weiß auch noch, als ich mit dem Burnout da lag, war das für mich ein großer Punkt, wirklich überhaupt die Entscheidung zu treffen oder vor dieser Entscheidung zu stehen, will ich wirklich leben? Also will ich wirklich auf diesem Planeten ankommen oder will ich nur überleben wie bisher und meine Seele fliegt irgendwie noch durchs Universum? Und habe mich dann dafür entschieden, nein, ich will wirklich auf diesem Planeten sein. Ich will mit meiner Seele auch wirklich hier sein und nicht all over the place. Und ja, zusätzlich halt noch natürlich das Thema Grenzen setzen. Und das wuselt jetzt alles gerade durch meinen Kopf. Ich bin euphorisiert und freue mich riesig. Und finde es auch nochmal spannend, einfach auch zu teilen, wie stark meine Realität und meine Wahrnehmung und meine Geschichte auch, also was ich erzähle, wie stark das stimmungsabhängig ist. Weil heute liebe ich diesen Platz, ich finde es wunderschön hier. Wo ich gestern halt noch komplett gestresst war davon und dachte, es ist mir alles zu viel und gleichzeitig bin ich traurig und so dieser ganze Mix. Und merke auch, wie subjektiv und wie stimmungsabhängig das ist, was ich von mir gebe oder auch wie stark stimmungsabhängig und subjektiv meine Erinnerung ist, weil das hier ist ein Haus, wo ich vor 5 Jahren war, wo ich gerade zu Gast bin. Wir drehen hier gerade ein paar Videos, was verrate ich noch nicht. Hier war ich vor 5 Jahren und ich habe es absolut nicht wiedererkannt. Ich dachte, nee, das kann doch nicht sein, hier war ich noch nie. Und dann kamen langsam die Erinnerungen zurück, als der Mann, der dort sitzt, mir davon erzählt hat, dass ich hier war, dass wir Tee getrunken haben, dass wir ein Foto gemacht haben und hat das beschrieben, wie es aussah. Dann kam es plötzlich zurück und ich habe mich erinnert. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wie, ja, auch wenn ich dachte, dass ich ein gutes Gedächtnis habe, wie teilweise so meine Geschichte von dem abweicht oder dass meine Erinnerung von dem, wie es wirklich war. Und da bin ich gerade sehr behutsam und auch im Schauen, was... Oh, ein Hund schaut mir zu. Umgeben von Schmetterlingen. Und bin gerade auch am Schauen oder so am drüber nachdenken. Das, was ich von mir gebe, ich weiß, wie subjektiv das ist und wie stark das sich wandelt. Wie kann ich das präziser formulieren, also auch dir gegenüber, dass nicht der Eindruck entsteht, dass ich irgendwie an einem Tag das eine sage und am nächsten Tag das Gegenteil. Also es beschäftigt mich gerade so, ich möchte wirklich echt sein und aber mein Echtsein schwankt eben auch mit der Stimmung. Und ein super Tipp, den ich noch für dich habe, ist Oropax. Ich kann dir gar nicht sagen, was für eine Erleichterung das ist, gerade dieses Silikon-Oropax hier zu haben. Was war halt teilweise wirklich so in dem Haus, wo ich gerade bin, dass der Fernseher lief. Daneben noch Bollywood-Musik. Dann haben die Leute sich angeschrien. Ich weiß nicht, warum die so viel schreien. Also es ist mir echt unbegreiflich. Auch wenn sie sich gegenüberstehen, also 2 Meter Abstand, haben die sich angeschrien. Ich glaube, das hängt auch sehr stark davon ab, jetzt wo das ist. Also das ist gerade eine nepalesische Familie und wie der Bildungsstand ist. Und ich habe keine Ahnung, welche Sachen da alle reinspielen, weil ich habe noch niemand anders hier so viel schreien gehört. Was ich sagen will, ist, du kannst dir sicher vorstellen, was für ein Stresslevel das für mich war. Mit Fernseher, Bollywood-Musik und schreienden Menschen. Und im Hintergrund am besten noch die Schule, die nebenan war, wo dann die 200 Kinder gerade Pause hatten. Und was mich gerettet hat, ist Oropax. Ich liebe das Zeug. Ich kann es dir so nur wärmstens empfehlen. Ich habe das in jeder Tasche. Ich habe das im Sonnenbrillen-Etui.
ich habe das immer hinter meinem Ohr, kann ich das super verstecken. Auch tagsüber laufe ich jetzt viel damit rum, weil wenn dann eine laute Situation kommt, dann pop, tue ich es mir kurz rein und ich habe meinen Frieden und ich kann mich in mich zurückziehen und mit mir im Kontakt bleiben und einfach abschalten. Und dann ist mir auch häufig inzwischen egal, was andere von mir denken. Da war Indien wirklich nochmal eine super Lernerfahrung, wo ich das Grenzen setzen echt nochmal da sehr, sehr stark herausgefordert wurde oder auch noch werde. Weil anfangs habe ich es versucht, allen recht zu machen, weil ich dachte, okay, ich bin hier Gast. Moment, eine Ameise. Ich bin hier Gast, ich kann ja jetzt nicht das und das tun. Und bin dann von indischer Hochzeit zu indischer Hochzeit, wurde teilweise rumgereicht wie so ein, ja, wie ein exotisches Tier. So hatte ich den Eindruck dann hinterher. Dass auch hinter der Gastfreundschaft, dass da auch ein Eigeninteresse oft lag. Bei manchen Menschen. See you! Das war gerade ein Lehrer von einer Schule, wo ich gerade ein heimliches Projekt begonnen habe. Ich erzähle später mehr. Und dann überhaupt, mal schauen. Hinter all der Freundlichkeit war bei vielen oder ist bei vielen, den ich begegneten, bisher eben auch ein Eigennutz gewesen von, wow, jetzt habe ich den Deutschen hier quasi ergattert und zeige meinen Freunden, dass ich mit ihm auf dem Foto bin. Oder also ein paar Leute haben eben auch Konzerttickets verkauft, weil sie ein Foto von mir gemacht hatten. Schon wieder eine Ameise. Und dann gesagt haben, ich trete bei einem Konzert auf und haben dann Geld eingesammelt. Wo ich dann auch dachte, okay, wenn sich das rumspricht, ich will nicht, dass mein Image leidet hier in dem Dorf. Weil sie mich dann für einen Betrüger halten, weil ich dann nicht zu dem Konzert gekommen bin, was ich angeblich singen sollte, als berühmter deutscher Sänger. Auch wenn ich das eigentlich mag mit dem, dass ich ein berühmter deutscher Musiker bin. Oder zumindest ein guter Musiker. Ja, und interessanterweise ist es so, seit ich dazu Nein gesagt habe innerlich und gemerkt habe, stopp, mir reicht's damit, kommen diese Leute einfach nicht mehr. Also die begegnen mir einfach nicht mehr. Jetzt kommen Leute das Motorrad. Ja. Ich sehe die auch nicht mehr auf der Straße und das finde ich wahnsinnig spannend. Und wo auch mein Gefühl für Indien ist. Dass da viel mehr über Gefühle läuft und viel mehr energetisch passiert, als in Deutschland, wo weniger Menschen hochsensibel sind. Also meine Vermutung ist, dass die Inder auf jeden Fall die Kanäle viel, viel weiter offen haben als die meisten Europäer. Und ja, das äußert sich dann eben wesentlich stärker im Grenzen setzen, was lässt man mit sich machen und dem ganzen Kram. Und da, das hat mich zwischendurch echt umgehauen, diese Lernlektion. Was jetzt aber dazu geführt hat, um wieder auf den Punkt zu kommen, Oropax, ich kann super arbeiten. Ich mache mir einfach Oropax rein. Jetzt wünsche ich mir noch so dicke Ohrmuschelkopfhörer, die ich dann drüber mache und die Entspannungsmusik hören kann. Oder die Binaural Beats Musik, da werde ich demnächst auch welche machen für Konzentration und produktives Arbeiten, also Alpha-Zustand. Weil was ich bisher gemacht habe, war ja rein Entspannung, also Tiefschlafphase. Und genauso kann man halt Sachen machen, ja, wie man konzentriert arbeiten kann, wie man in einen Flow-Zustand kommen kann. Und damit dann zu arbeiten, also gerade die Silikon-Oropax, die dichten so super ab. Dann mache ich halt die Kopfhörer auf die lauteste Lautstärke und dann bin ich komplett in meiner eigenen Welt und mir ist so egal, was um mich rum passiert. Weil das Schöne an den Binaural Beats ist eben auch, dass sie die Energie erzeugen. Also das ist wie so eine Energieblase, die ich dann um mich rum erschaffe. Eine kleine Aura des Friedens und kann dann wie durch eine Glasscheibe einfach das betrachten, was draußen ist und es geht mich nichts an. Und da habe ich richtig Lust drauf. So, jetzt habe ich viel erzählt, aber nach dem gestrigen Video hatte ich das Gefühl, ich muss noch was dazu sagen. Und bin echt heilfroh, dass ich wieder auf der Höhe meiner Kraft bin. Freue mich, dass die Sonne scheint. Gestern hat es geregnet. Ach, und es ist wunderschön. Ich genieße es einfach. und freue mich riesig. Also ich freue mich so, auch mit dir im Kontakt zu sein und was der Kurs bei dir auslöst. Ich bin wirklich tief gerührt und dankbar und genieße es auch so, das wirklich das geben zu können und dass ich mein Leben so gestaltet habe, was echt lange gedauert hat, dass ich in der Lage bin, einfach zu sagen, okay, ich widme eine Woche meiner Zeit
widme ich komplett einer Sache, die ich umsonst rausgebe. Und mir darum keine Gedanken machen zu brauchen, wie, ja, aber wie sicher ich dann meinen Lebensunterhalt, sondern sagen zu können, ich will das machen, also mache ich's. Und ja, danach werde ich dann, also leider kann ich nicht alles umsonst machen, oder will ich auch gar nicht. Weil ich auch finde, das sollte irgendwo im Ausgleich sein, das Geben und Empfangen. Das ist auch den Part, den ich gerade noch übe. Sondern die anderen Sachen, die Meditationen und Musiken werden auch was kosten. Ja, und es ist gerade echt, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich mich selbst aus dem Konzept gebracht. Also ich finde es wunderschön, einfach diese Freiheit zu haben, das einfach so machen zu können und da auch meinem Gefühl folgen zu können. Weil ich hatte so viel in Anspruch von, andere machen das so, ich soll das auch so machen, mein Gefühl sagt mir was anderes, aber das ist halt der Weg, wie man es macht. Jetzt sage ich einfach, ich will diesen Kurs kostenlos machen, zack, mache ich. Danach, ich will die Reise durchs Universum verkaufen, gut, dann mache ich das. Was fühlt sich als Preis richtig an? Der Preis, dann mache ich das. Und es stellt sich eigentlich immer raus, bis auf mit diesen Ameisen, dass das die richtige Entscheidung war. Und ich lasse mich einfach vom Leben leiten und habe oft gar keine Ahnung, warum ich irgendwas wie mache. Und das ist zu tief entspannend. Also auch dieses Nicht-Ahnung haben zu wollen, also gar nicht zu wissen, warum mache ich irgendwas und da Gründe zu finden. Zum Beispiel habe ich so viele Gründe. Ach, Gründe. Also heute geht's mir gut. Wenn du mich an einem anderen Tag erwischt, dann sage ich wahrscheinlich das Gegenteil von gerade. Und das ist auch spannend. Das ist eine elektrische Rikscha. Komplett leise. Fährt mit Strom. Es sollte viel mehr davon geben. Auch übrigens ist es auch ganz kuschelig, so mit 11 Indern in so einem Teil zu sitzen. So die ganzen Bilder. Da kommt was zu essen vorbeigefahren. Ich kann dir mal zeigen, wie es hier ist. Kühe. Also Kühe in Indien sind so wie Spatzen in Deutschland.